Ich bin Jennifer Reichert, ich bin Kulturwissenschaftlerin und zeige Ihnen heute ein großartiges Kunstwerk von Auguste Rodin, nämlich die Bürger von Calais. Wir haben hier zwei Plastiken und ich suche mir gerne Sachen im Museum heraus, die einen etwas stutzen lassen am Anfang, aber wo man nachher dann doch funkelnde Augen bekommt. Und das hier ist eins. Wir haben hier zum einen Plastiken. Das bedeutet, wir haben den Vorteil der Dreidimensionalität. Das heißt, wenn Sie nochmal in unser Museum kommen, worauf wir uns sehr freuen, können Sie sich in aller Ruhe nochmal die Kunstwerke aus allen Perspektiven ansehen. Und es lohnt sich auch wirklich. Zum einen wegen dem Material. Wir haben hier schwarzen Guss, der auch mit dem Licht interagiert, das wir hier installiert haben. Und das Schöne daran ist, dass es sehr schöne Licht- und Schatteneffekte macht und dadurch eine gewisse, fast schon Farbigkeit bekommt. Ich mache das bewusst in Anführungsstrichen, denn wir haben hier nicht tatsächlich Farben, sondern nur das, was sich widerspiegelt. Also eine Interaktion zwischen dem Kunstwerk und dem Umfeld, was wir auch im Impressionismus sehen. Also hat Auguste Rodin in seiner Plastik wiederum die Malerei des Impressionismus aufgegriffen, die Impressionisten Maler des Lichts. Und das ist auch nochmal das Schöne hier dran, dass man das von allen Perspektiven sehen kann und da werden uns einige Sachen auffallen. Zuerst einmal hier diese zwei kleinen Plastiken, das sind jetzt kleine, aber wir kennen sie vor allen Dingen auch in groß. Hier sind nur zwei von insgesamt sechs Leuten, aber insgesamt sind diese sechs Leute sehr kohärent mit dem, was sie zeigen, nämlich sie sind im Begriff des Gehens. Sie haben alle dieselbe Kleidung an, die auch in den Körper überzufließen scheint. Das sieht man vor allen Dingen hier an den Schultern sehr schön. Oder auch hier, wo das Bein in dem Fuß übergeht. Es ist sehr, sehr weich und es wirkt gar nicht mal wie hartes Metall, wie Guss. Und sie haben noch etwas um den Hals liegen. Vor allen Dingen hier ist es sehr gut zu sehen und hier kann man nur noch ansatzweise das ein bisschen erkennen, weil es unter dem Kragen gerutscht ist. Was wir um den Hals sehen, sind Stricke. Und das hat auch einen besonderen Grund. Es bezieht sich nämlich auf die Geschichte dieser Person. Was wir auch noch sehen können, ist, dass die Körperhaltung von beiden sehr unterschiedlich ist. Und wenn wir uns im Gesamten diese Gruppe ansehen, diese sechs Leute, hat jeder individuell seinen Ausdruck, seine Emotion, seine Facette quasi. Die sechs gehören zusammen, denn sie haben sich zusammengeschlossen. Es sind nämlich sechs edle Bürger, die es wirklich existiert haben, also historische Persönlichkeiten, und sie lebten in der Stadt Calais in Frankreich. An dieser Person kann man zum Beispiel auch sehr gut erkennen, dass vor allen Dingen, wenn wir sie von der Seite sehen, dass sie sich so nach vorne krümmt, dass sie die Hände richtig in die Haare hineinkrallt. Ein universelles Zeichen von Trauer, von Gram, von Angst auch. Auch dieses nach vorne gebeugte hat schon den Versuch einer schützenden Haltung. Also dieses, ich möchte mich eigentlich selber schützen. Trotzdem sehen wir hier auch nochmal das Bein mit dem Fuß, der hochgeht, im Begriff nochmal weiter nach vorne zu schreiten. Obwohl also diese Ängstlichkeit da ist, ist der Wunsch trotzdem zugleich ebenso da, nach vorne weiterzuschreiten. Sehen wir uns hier diese Figur an, können wir sehen, dass dieser Mensch sich nach hinten dreht. Er schreitet zwar auf der einen Seite nach vorne, aber er dreht sich gleichzeitig mit dem Oberkörper nach hinten und die rechte Hand hebt er zum Abschied, er winkt, er schaut auch noch mal leicht zur Seite und zwar sieht er sich wahrscheinlich zum letzten Mal seine Freunde und Familie an. Das wirkt alles sehr tragisch. Tatsächlich ist dies aber ein Werk oder Teil eines Werks, das sehr viel Hoffnung verströmt und sehr viel Heroismus und Heldentum. Dazu muss man aber die Geschichte kennen. Und zwar im Hundertjährigen Krieg zwischen Frankreich und England wollte der damalige englische König Eduard III. Mehr Land gewinnen. Dazu wollte er nach Frankreich und hat sich Calais ausgesucht als Startpunkt. Warum Calais? Calais ist geografisch gesehen der nächstliegende Ort zwischen England und Frankreich. Die Stadt Calais hat sich sehr lange gewehrt. Und sogar so lange, dass sie richtig mürbe gemacht wurde. Denn der englische König Eduard III. Hatte eine große militärische Übermacht. Die Stadt war quasi im Begriff, sich bedingungslos aufzugeben, zu kapitulieren. Was bedeutet das? Das bedeutet Zerstörung und Plünderung. Damit das nicht passiert, gab der englische König den Vorschlag in die Runde,
dass man sich doch die 6 tapfersten Männer heraussuchen sollte, die stellvertretend für die Stadt hingerichtet werden sollten und ihm dabei den Schlüssel zur Stadt übergeben sollten. Es haben sich tatsächlich freiwillig 6 Männer gefunden, 6 edle Männer, 6 Männer aus hohem Stand, die ganz bewusst sagten, ich möchte mich für meine Stadt aufopfern, ich möchte dieses Opfer in Kauf nehmen, damit meine Freunde, meine Familie und meine Heimat geschützt wird. Sie taten das auch. Einer dieser Gruppe, im Moment leider in Restauration, sehen wir auch, der ist ganz steif und er trägt sogar den Schlüssel in der Stadt in seinen Händen. Und er wirkt auf dem ersten Moment, als ob er ganz mutig wäre. Wenn wir aber sein Gesicht betrachten, merken wir, wie angespannt er ist, richtig stark vor Angst ist er. Auch in den Gesichtern der anderen beiden sehen wir, dass da viel Gram ist und eigentlich ein Mix, ein Cocktail aus verschiedenen Emotionen. Und es ist auch gar keine einfache Aufgabe gewesen, entschlossen zu sein, seinen eigenen Tod entgegenzugehen, während man weiß, Familie, Freunde und Heimat sind geschützt. Diese Männer haben das allerdings getan. Glücklicherweise hat die englische Königin ihren Gatten um christliche Nächstenliebe gebeten und ihn gebeten, diese Männer zu verschonen. Das tat er auch. Das heißt, diese Männer wurden nicht hingerichtet. Springen wir jetzt zurück zu Auguste Rodin. 400 Jahre später wollte die Stadt Calais ihre Helden ehren, ihre historischen Helden ehren und wollten ihnen ein richtiges Denkmal setzen. Auguste Rodin, der sich damals schon einen Namen machen konnte, hat es bewiesen, dass er ein Feingefühl bewiesen hat, dass er ein Verständnis für Mensch und für Umwelt hatte und auch für Kontexte. Und das ist in diesem Moment auch sehr wichtig. Denn er hat sich nicht entschieden, diese Helden heldenhaft darzustellen, sondern menschlich. Was die Auftraggeber erwartet hatten, waren Menschen, die hoch, großartig dastehen, richtig erhobenem Hauptes, mit straffer Brust, mit durchgedrücktem Rücken. Was sie erhielten, waren stattdessen Menschen, die Emotionen zeigen, die Verletzlichkeit zeigen, die auch Unsicherheit zeigen, aber trotzdem weiter voranschreiten, immer weitergehen und immer noch entschlossen an ihrer Entscheidung festhalten. Wichtig war für Auguste Rodin auch, dass diese Personen lebensgroß dargestellt werden und, ganz neu, nicht auf einem Podest, sondern ebenerdig. Was hat das für einen Effekt? Der Effekt ist, dass wir den Leuten in die Augen schauen können. Wir sind richtig auf Augenhöhe. Und das war für ihn wichtig. Er wollte zeigen, dass das Menschen waren, die genauso wie man selbst in diesen Straßen umhergeht, dass man zugleich Großartigen fähig ist, mit einer gewissen Entschlossenheit, auch wenn man verunsichert ist, auch wenn man Angst hat, aber trotzdem kann man das tun. Eben diese schönen Plastiken, die wir hier sehen, mit ihren wunderschönen Formen, wo das Gewand auch quasi in den Körper übergeht, wo es gar nicht mal wichtig ist, wer in welchem Fluss ist, wo es sich um eine Gruppe von 6 Personen handelt, wo aber jeder Einzelne für sich nochmal genommen werden kann, aber trotzdem die Gruppe eine gewisse Dynamik hat, eine gewisse Entschlossenheit. Das ist das, was Hoffnung gibt. Wenn wir die Geschichte uns nochmal vor Augen führen, wissen wir, diese Männer haben überlebt. Trotz dieser schwierigen Entscheidung und trotz der Angst, die vorher geherrscht hat, auch in der ganzen Bevölkerung von Calais. Trotzdem lebten sie noch weiterhin und haben sehr viel Heroisches getan. Eben wegen ihrer Menschlichkeit und trotz ihrer Angst. Und deswegen ist das für mich ein sehr großartiges Werk, das uns auch so ein bisschen daran erinnert, dass auch in kleinen Gesten oder auch in größeren Gesten man viel tun kann, dass man nicht als Held geboren werden muss, sondern sich selber zum Helden machen kann. Egal wie klein, jung, alt, wie man aussieht, welches Geschlecht man hat, das ist absolut irrelevant. Wichtig ist, dass man, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, sich auch daran festklammert und an die Hoffnung, die man hat. Und wir sehen das auch in den Kunstwerken. Obwohl gerade der Oberkörper viel Gram zeigt und viel Emotion, ist bei allen die Bewegung im unteren Teil des Körpers zu sehen. Alle schreiten gleichermaßen voran. Ja, vielen Dank.